jetzt nicht, damals der Schnee kommt, der's kein Jahr gescheit, der's kein Pulver spannt. Jo, wenn's dein Jahr gescheit, und sie erwischen die, durch jetzt'n's Kronenwingern, her auf die. Jo, wenn's dein Jahr gescheit. Ja, wie ich zum Röcher gekommen bin. Ich habe von einem Jahrkollegen vor ein paar Jahren einmal ein Stückchen Speck geschenkt gekriegt. Und dort habe ich gleich mal so festgestellt, dass das einfach besser ist, als wie das, was ich eigentlich in einem Metz kaufe. Und dann habe ich mich mit einem Mann unterhalten und habe mir da ein bisschen Schlag gemacht und erkundigt, wie man das macht und was man da tut. Und dann hat er sich ausgestellt, dass er selber eine Röcherkamera daheim hat. Und ja, und er hat mir dann noch erklärt, dass man den Sperrknall der Magen einen Geschmack würzen kann, wenn man dann einmal ein bisschen Erfahrung hat. Und ich habe dann auch ein paar Bücher gekauft. Und die haben mich gleich mal einen Schlag gemacht mit den Büchern. Unter anderem ist da eine Röcherkamera inzeichnet gesehen, wo man Zuluft, Abluft und das ganze Zeug, wie es sich gehört, machen muss. Und dann habe ich zuerst einmal eine andere Röcherkammer gehört, eine kleinere aus Vollbeton, weil das pro Tag gemeint hat, ist aber leider nichts geworden. Schwitzwasser gehört, ich hätte es dann irgendwie mit Karton können richten. Und nachher bin ich angegangen und haben mir ein kleines Räucherhäuschen gemacht. Und ich glaube, das ist nicht ganz schlecht geworden. Und ja, beim Sperr ist es halt so, man muss immer alles aufschreiben, weil sonst vergisst man es bis zum nächsten Mal. Und ja, man lernt eigentlich nie aus. Aber mittlerweile haben wir den Sperr so weit, dass alles gehen ist. Und jeder sieht, wie gut das ist. Und das ist mir hauptsächlich das Wichtigste. Was ganz wichtig ist, ich will nicht Sperr, wo man irgendwo bei jedem Metzger kaufen kann, beziehungsweise wo der Metzger alle gleich schmeckt. Ich will der König räuchern, als wie man früher im Breizauer geräuchert hat. Das heißt, es kommt zu Buchen auch dann ein Segment dazu, dass er halt ein bisschen einen anderen Geschmack kriegt. Und ja, mir gibt es da eigentlich nichts zum Sagen. Servus, grüß euch, mein kräftiges Weibmannsheil von mir, von Gernot, von den Grebenhunters. Und wir sind heute beim Toni, natürlich auch ein Mitglied von den Grebenhunters. Und der verrät uns heute sein Geheimrezept über den Speck. Also, auf geht's, das schauen wir uns an. Thank you.
So, jetzt schauen wir mal, wo ist der Toni? Rein! Ah! Tschüss! Servus, Toni, er ist schon fest da. Und Toni, wie geht's voran mit deinem Speck? Ja, super, man muss ihn jetzt gar nicht ins Holzer. Ja? Ja, wie schaut's aus? Darf man da ein bisschen zuschauen? Ja, man muss halt die gewissen Dinge muss ich da nicht mischen. In welche Stickel von Fleisch hast du jetzt da? Oh, da ist Hals. Das da. Mhm. Und das ist Schulter. Ja, Karree aus ins Holz, beziehungsweise Karree ist schon fertig. Ich habe das Drüsorte von Fleisch in einem Hals, in einem Schulter und in einem Karree. Als anderes sehe ich nicht. Mhm. Also das ist wirklich Salz mit einer speziellen Mischung von mir. Da zeigen wir lieber nichts. Da ist auch Holz, das Kinder alle, da ist Koriander. Das sind Wildkräuter. Wollen wir jetzt auch von mir selber gesammelt werden, weil ich meine, das ist das Beste, das Perfe. Und ein bisschen Schokzucker immer. Da immer noch der Knoblauch. Also das finde ich ja sehr interessant mit den Wildkräutern, was du da hast. Also das gibt ja irgendwie eine individuelle Note bei deinem Speck. Ja, das bin schon mal gesagt. Und das ist ein Haufen Arbeit zum dir sammeln, aber ja, ist halt so. Ja. Und der denkt zu, wie viel man da? Ja. Das ist eine super Mischung. Also im nächsten Schritt wird die Gürze gemahlen und mit dem Salz kombiniert und dann kann man das Königin salzen. Und der Knoblauch dazu. So, wir sehen jetzt da Hausschwein, was der Toni da räuchert und einen guten Speck draus macht. Da entsteht eben nämlich immer unser Grebenhunters Jausenspeck, den was wir persönlich genießen dürfen. Also Jungs, wir sind da am Sperkproduzierer, sprich in Salzer, und zu einem Köriger Sperk, zu derniger Arbeit gehört einfach ein Köriger Schnaps dazu. Und wir sind das da für selbst einzeln entschieden. Den hat er lieber lange Retter und er tut auch das mal red. Prost, Toni, Weidmannsheil. Ja, Weidmannsheil. Ja, ich habe noch schon wild gesehen, das ist gar genauso als ein Schwein. Das muss man aber total aufpassen, weil das wird halt elend trocken, wenn man nicht aufpasst. Ich nehme dort ein bisschen weniger Salz und weniger Gewürze, weil es ist halt, weil das Wildfleisch ist, ist natürlich ein ganz edles Fleisch und das sollte man natürlich mit der Gewürze und mit dem Salz nicht umbringen. Man sollte also ungefähr schon wissen, halt, da ist Wildschwein oder es ist Rotwild oder es ist Rehwild. Oder es ist Gamswild zum Beispiel. Du kannst jetzt Fleisch kannst du mit Gewürze umbringen, aber dann ist es nicht mehr das Gleiche. Ne? Wie gesagt, dort ist äußerste Vorsicht geboten, das heißt, man muss dort was trocken werden anbelangt, ganz total aufpassen und relativ früh immarkieren, dass sich das ganze Zeug wieder verteilt. Aber generell habe ich dort ganz gute Erfahrungen gemacht. Den das erste Mal natürlich selber. Rehschinken oder Rotwildschinken gebe ich keinen her. Also. Erstens ist es total schwierig, wenn man das Zeug hat. Und zweitens, wenn es her, den nehme ich es halt für mich selber. Also. Weil denen sind die Produkte, das kann man mit dem Geld gerne zahlen. Aber ich sehe nicht wegen Geld, ich sehe wegen Geschmack und wegen uns selber eigentlich. Und ja, wenn ich das dazu eigentlich zum Sägen. Aber es ist natürlich für einen Jäger wunderschön, wenn er die eigene Welt bzw. das eigene Wildbrett selber ohne Silke kauft oder Würstchen machen, das ist halt schon ja so lange nicht gewesen. Aber jetzt, wenn ich das mache, wird man das alles klarer und
Ja, mir macht das für unsere Luhm fertig. Boah, der wird ganz gewaltig. Bei einer gescheiten steirischen Harmonika, da lässt sich viel leichter einsetzen, gell, Toni? So ist es. Also ich freue mich jetzt schon auf den Spektor. Ja, weißt, mit Sperrknach ist es ganz einfach. Wir sind schon viel probiert. Und gemeint, wenn es der Toni kann ich es auch. Ich könnte dir noch ein paar nehmen, sagen, sind wieder gut. Ich bin auch schon, so wie ich es gedacht habe, am Anfang, ja, das wird nichts und tut nichts. Das Einzige beim Sperrgesalzen ist Beharrlichkeit, Ausdauer und Rückschläge. Wenn man einmal 10 oder 50 Kilo fortwerfen muss, dann ist es halt einfach so. Ja, aber wenn man es dann einmal beherrscht, dann lachen bald die es eher raus. Oder? Ich bin zwar der Typ, der jedem sagt, was ich tue und wie ich es mache. Ich sage mir gar nicht alles, von Kürzen her, aber das ist doch wurscht. Eigentlich ist es so, jeder hat einen anderen Geschmack. Wenn ich ums Grundrezept gebe, wird da wahrscheinlich auch nicht gehen. Und das denn irgendwann soll sich selber ein bisschen abändern. Der eine Mann ein bisschen mehr Salz, der andere Mann mit Pfeffer, das auch wieder nach Wacholder und und. Und es ist schon so, es kommt auf die Räuchermischung auch drauf an, auf die Spähwart, mit Wasser du siehst. Ja. Die Räuchermischung natürlich von mir, den gebe ich auf keinen Fall aus. Weil dort habe ich 3 Jahre am einen Tag, bis ich Aussage gefunden habe, was ich zu tun habe. Beziehungsweise, was mir am besten schmeckt. Also dort sage ich keinen Ton drüber. Ja. Es ist viel einfacher als am Morgen, was die das anbelangt, aber ich sage es lieb. So, Toni, wir sind ja jetzt fast fertig, beziehungsweise du, weil ich habe ja nur die Kamera bedient. Aber eine Frage habe ich da noch an dich. Welche Räuchermittel benutzt du für deinen Speck, wenn du dann räucherst? Also, ich betreibe einen Sparbrand, das ist ein Schnerk, dass man die Temperatur in Ruhe geht. Räuchere tue ich kalt. Und mir tue ich Buchenspäne und sonst noch ein paar andere Späne dazu. Und das war es eigentlich schon. Die Späne kommt von einer Säge unserer Region. Dankeschön, Toni. Und jetzt, für wie lang kommt das jetzt da in das Fass da rein? Beziehungsweise was hat das jetzt für Nutzen, wenn du das jetzt da presst? Es kommt ganz genau, also früher hat man gesagt 4 Wochen. Es gibt solche, die machen es 3 Wochen, aber ich lasse so 4 Wochen. Ja. Ganz wichtig ist Sauberkeit und Hygiene beim Sperrknach, weil sonst funktioniert das nicht. Ich wäsche drum den Kübel bzw. ich putze mit Alkohol aus. Ich habe auch Vorlauf von einem Kollegen. Ich nehme mit, dass es der sieht, das auch wäscht. Und habe bisher alle Drähte. Also, ja, mal, ich bin da grob zufrieden. Toni, jetzt haben wir noch eine Frage an dich, was sich unsere Zuschauer interessiert. Warum nimmst du jetzt einen Plastikkübel und nicht einen Holzkübel? Weil in manchen Videos verwenden sie ausschließlich Holzkübeln, weil sie darauf schwören. Aber warum nimmst du jetzt gerade einen Plastikkübel? Ja, ist ganz einfach. Holzkübel als guten Draht hat man früher gehört. Nicht für manche vielleicht heute noch Bestand her, aber ich nehme deshalb so einen Plastikkübel vom Wieberg, der ist lebensmittelrecht und was Hygiene anbelangt, ist der lebensmittelrecht, der Plastik einfach viel besser zum Putzen und ich nehme es drum. Ja, wichtig ist beim Kübel, ich tue alle runter ganz ein bisschen Salz hier und gleich Knoblauch. So ein Salat machen, das läuft gut, aber beim Knoblauch ist alles ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, wenn es weh ist, wird das Berg natürlich auch, wenn es auch nicht, aber ja,
Ich habe ein bisschen Gefühl, das passt gut. Herr ein paar Jahre probiert, bis es passt, aber so wie es mir zusieht, ist es nicht schlecht. Toni, du hast jetzt da eine Schüssel mit Knoblauch in der Hand. Und was ist jetzt da genau vor, wenn ich fragen darf? Also, es geht darum, die sollte relativ dicht aneinander geschlichtet sind. Und ich tue das da der Knoblauch dazu. Aber natürlich nicht ganz viel. Das ist alles ein bisschen schwierig. Wenn man einen Knoblauch liebt, der andere Mann weniger liebt. Aber so wie ich anschaue, ja, mal bringe ich etwas König. Genau so habe ich das gemacht. Und jetzt sollst du mir auch an dieses Zeug hin, tut es wieder drauf, kommt wieder Knoblauch drauf, nächste Schicht und alles so weiter. So, jetzt tun wir da die Brötchen hier. Das wird nämlich gepresst. Ich habe da extra eine Spindel machen lassen von einem Kollegen. Und die Methode finde ich einfach ist die beste. Aber das kann ich nicht auch für sich selber entscheiden. Gut. So. Was man da heute mehr zusammenleppen. Und Toni, was ist jetzt der entscheidende Vorteil bei der Methode mit dem Pressen? Oh, der Vorteil ist, also mir kommt vor, das Gewürz geht besser ins Fleisch hier. Und ja, das haben wir früher so gemacht, das zieht man jetzt an und dann müsste dementsprechend gleich mal Wasser kommen. Das dauert aber sehr eine Stunde, bis das Wasser hell läuft. Und nicht gar zu brutal am Anfang, das lange nicht zum Anliegen. Muss man halt warten. Da kommt das eh schon, es wird eh schon alle zu knapp. Da muss jetzt das Fleisch komplett bedeckt sein mit der Lacke. Entweder, also wenn es normal arbeitet, ist es so, dass nur Wasser kommt. Wenn das alles bedeckt ist, die untere Brette muss bedeckt sein mit der Lacke. Ansonsten muss man halt die Lacke dazuschütten. Und 1 Liter entspricht natürlich wie viel Salzmenge ist wie bei einem Kilo Fleisch in Salz. Mhm. Das müsste nämlich jetzt gleich kommen. So ist das jetzt, tut es besser. Alles gut. So, jetzt ist es eine Stunde um. Und ihr seht, das Wasser kommt. Also es kommt dort auch. Ich denke, dass es bis einem halben Tag rum steht. Und das ist das Ideal, weil wenn es so viel ist, das wieder auch, dann passt es. So, wir haben jetzt gesehen, wie der Toni in Speck einsetzt, beziehungsweise wie ihn vorbereitet. In 4 Wochen sehen wir uns wieder bei ihm. Aber wir haben im Voraus haben wir super gute Würstchen gemacht. Und da haben wir natürlich auch ein Video drüber gedreht. Und das Video darf ich euch wärmstens ans Herz legen, weil es sind super gute Würstel geworden. Beziehungsweise, wenn nachher im Sommer die Würstelsaison kommt, beim Grillen, ist sowas eine super Abwechslung mit den Wildwürsteln. Und das werden wir auch weiterhin betreiben, weil das hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also freut euch drauf. Und wenn ihr das Video sehen wollt, schaut es dann drauf. Ich wünsche euch was, euer gerne.
Der Geschmack aus den Bergen. Super, das ist gut. Ja. Ja, weiß ich, gehört, dass du da oben hochrufst. Jetzt.